St. Ingbert, Saarland, an einem trüben Februartag 1993. Mit einem Trauerkorso geben Taxifahrer in der Kleinstadt nahe Saarbrücken einer jungen Kollegin das letzte Geleit. Sie ist Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Die Suche nach dem Täter läuft auf Hochtouren. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingesetzt. Doch trotz des Aufsehens, das der St. Ingberter Taximord nicht nur im Kollegenkreis erregt, wird es 10 Jahre dauern, bis der mutmaßliche Täter vor Gericht steht. In der Nacht des 8. Februar 1993 fährt ein Taxi in ein Wäldchen am Rande von St. Ingbert. Es ist die Zeit nach Mitternacht. Es liegt Schnee und der Vollmond scheint. Die Taxifahrerin Heike H., 25 Jahre alt, befindet sich zusammen mit ihrem Mörder in dem Wagen. Ob Heike H. zu diesem Zeitpunkt noch lebte, kann nie ermittelt werden. Die Indizien werden nicht ausreichen, um den Tathergang ganz zu klären. Aber es wird festgestellt, Heike H. und der unbekannte Fahrgast wurden auf der Rückbank des Taxis intim. Es kam zum Geschlechtsverkehr. Ob erzwungen oder freiwillig, bleibt offen. Am Ende erwürgte der unbekannte Heike H. mit ihrem Schal. Danach steckt der Unbekannte das Taxi mit der Leiche in Brand. Wie im Einzelnen kann nicht ermittelt werden. Ein Benzinkanister wird in dem Wagen nicht gefunden. Der Täter verschwindet in der Nacht. Um 3 Uhr nachts bemerken Anwohner das brennende Taxi. Sie alarmieren die Feuerwehr, die 15 Minuten später eintrifft. Sofort beginnen die Männer mit den Löscharbeiten. Später ein wichtiger Anhaltspunkt zur Feststellung der Tatzeit. Trotz großer Hitze und Rauchentwicklung bringt der Löschtrupp den Brand schon nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Als der Rauch sich verzogen hat, bietet sich den Feuerwehrmännern und den hinzugerufenen Beamten des St. Ingberter Polizeipostens ein grausiges Bild. Zwischen Beifahrersitz und Rückbank steckt eine verkohlte Leiche. Noch am Tatort stellen die Ermittler fest, dass es sich um die Taxifahrerin Heike H. handelt. Heike H. hat in ihrem kurzen Leben nicht viel Glück gehabt. Sie ist aufgewachsen in einfachen Verhältnissen in Oberwürzbach, einem ländlichen Ortsteil von St. Ingbert. Schon früh hat sie den Vater verloren. Die schwerkranke Mutter hat sie bis zum Ende gepflegt. Wegen eines Mannes hat sie ihren Heimatort verlassen, dann früh geheiratet. Sie ist Mutter einer Tochter geworden. Doch die Ehe hat nicht lange gehalten. Die junge Frau kehrte nach Oberwürzbach zurück und versuchte, sich und ihr Kind allein durchzubringen. Sie trug Zeitungen aus und fing an, Taxi zu fahren. Zuerst tagsüber, doch bald nur noch nachts. Denn eine Ganztagsbetreuung für ihr Kind konnte Heike H. sich nicht leisten. Ein Babysitter für die Nachtstunden war billiger und für sie bezahlbar. Eine frühere Kollegin und Freundin erzählt. Ich denke, die Heike war eine gute Mutter. Sie hat für ihr Kind eigentlich alles gemacht. Denn was es so auf sich genommen hat, dass sie am Morgen noch Zeitungen getragen hat und dann Taxi gefahren, das hat sie wohl für ihr Kind gemacht, dass sie ihr was bieten konnte. Weil sie halt sehr allein war mit dem Kind, ne? Und sie wäre auch immer rein mit ihr hingegangen und es war schon wichtig für sie, dass das Kind auch alles hat und nichts entbehren muss. Heike H. führte ein unauffälliges, fast isoliertes Leben, war keine, die sich groß in der Öffentlichkeit darstellte. Sie hatte nur wenige Freunde und Bekannte. Sie war wohl ein einsamer Mensch, der viel gearbeitet hat
und so ein bisschen naiv, weltfremd durchs Leben gegangen ist eigentlich. Sie war wohl so, hat depressive Verstimmung öfter schon mal gehabt, wohl, dass, weil sie so viel allein war. Und wenn sie einmal nicht gearbeitet hat, eigentlich daheim auch nichts mit sich anfangen konnte. Ich denke, dass sie richtig einsam war. Und das halt immer versucht hat, so ein bisschen zu überspielen, indem sie dann rausgegangen ist. Und aber dass sie ja nicht das war, was sie im Endeffekt wollte, weil sie wollte ja irgendwo Halt haben. Und dann hat sie wohl bei Wildfremden im Endeffekt versucht zu finden. Weil, als ich sie kennengelernt habe, war sie auch für mich noch sehr fremd. Und sie ist doch schnell vertraulich geworden und man hat schnell viel von ihren Lebensumständen gekannt. Wohl, weil sie irgendwo Freunde Halt gesucht hat, was sie nicht gehabt hat zu Hause. Weil sie halt mit dem Kind allein war. Und ich bin ein Kind von 5 Jahren. Das liebt man, da kann man viel damit machen, aber das kann ihm nicht den Halt geben, den man da braucht als erwachsener Mensch, denke ich. In der Nacht des 8. Februar traf noch bei Dunkelheit ein Team der Spurensicherung aus Saarbrücken ein. An dem noch qualmenden Wrack begannen die Beamten mit ihrer Arbeit. Die Mordkommission Saarbrücken ist ebenfalls alarmiert worden. Frank Baum war der erste Ermittler, der am Tatort eintraf. Im Rahmen der Aufnahme des Fundortes, später hat sich herausgestellt, dass das also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Tatort war, hat man sich dazu entschlossen, in Absprache mit den vor Ort befindlichen Gerichtsmedizinern, das Fahrzeug komplett mit Leiche, mit einem entsprechenden Abschleppdienst, nach Homburg zur Gerichtsmedizin zu bringen, um dort unter sach- und fachgerechter Aufsicht den Leichnam aus dem Fondbereich des Taxis zu bergen. Also man muss sich das so vorstellen, dass eine verbrannte menschliche Leiche lang nicht mehr so beweglich ist, aufgrund der Verkürzung der entsprechenden Muskelpartien und auch teilweise sich mit dem Umfeld hier, die ich sitze, und auch mit den Bodengruppen verklebt, sodass also auch die Bergung der Leiche nicht ganz ohne Probleme war. In der Gerichtsmedizin der Universitätsklinik Homburg macht sich ein ganzes Ärzteteam an die Obduktion. Einer von ihnen, der DNA-Spezialist Marius Makausch. Die Bergung der Leiche erfolgte erst hier im Institut. Anschließend wurde eine äußere Leichenbesichtigung und dann die Obduktion durchgeführt. Und bei dieser Obduktion hat man festgestellt, dass im Körperinneren der Verstorbenen noch recht gut erhaltene innere Organe vorliegen, darunter auch die Geschlechtsorgane. Und da hat man mich gebeten, dass ich während der Obduktion bei der Entnahme dieser Organe mitwirke. Und da haben wir festgestellt, dass im Bereich des Genitales eine Sekretspur vorgelegen hat, die zumindest sehr verdächtig ausgesehen hat. Und die haben wir noch während der Obduktion untersucht und festgestellt, dass das ein Mischsekret ist, ein Sekret, das Ejakulat- und Vaginalanteile enthält. Und da drin konnten wir mikroskopisch schnell feststellen, dass dort zahlreiche, zum Teil intakte und zum Teil degradierte Spermien vorliegen. Der Gerichtsmedizin in Homburg gelang es also dann, eine DNA zu erstellen. Allerdings war die DNA-Wissenschaften zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen, sodass wir zunächst mal die DNA dazu benutzten, um den Kreis möglicher Tatverdächtiger mit der Täter-DNA abzugleichen. Das bedeutete, dass wir von einer Vielzahl von Personen, die wir im Umfeld des Opfers ermitteln konnten, die bei uns vernommen wurden, auf freiwilliger Basis Speichelproben entnahmen, sogenannte DNA-Proben, und diese Proben dann nach entsprechenden Gerichtsbeschlüssen mit der am Opfer oder im Opfer gefundenen DNA vergleichen ließen. Alle, wenn ich mich recht erinnere, waren das also zwischen 12 und 14 Proben, die wir damals also vergleichen ließen, sind ausnahmslos negativ
ausgeschieden worden, sodass also festgestellt werden konnte, dass die Kontaktpersonen, die uns zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen bekannt waren, nicht der oder die Setzer der Spermienspuren in der Leiche der Frau H. waren. Die Ermittler der Sonderkommission konzentrieren sich schnell auf die Kneipenszene von St. Ingbert. Einen Großteil ihrer Kunden fand die junge Taxifahrerin hier. Heike H. war in der Szene bekannt und so verliefen die Ermittlungen anfangs recht vielversprechend. Im Rahmen dieser Ermittlungen der Mordkommission wurden also rund 106 Spuren abgeklärt in einem Zeitraum von circa 4 bis 5 Wochen, sodass ich also sagen kann, es wurden Leitsordner voll, Vernehmungen durchgeführt, Ermittlungen durchgeführt, das Umfeld des Opfers abgeklärt, so gut es einfach ging, um zu wissen, mit wem haben wir es hier überhaupt als Opfer zu tun und auch letztendlich die Nacht, in der das Opfer umgebracht wurde, zu rekonstruieren. Letztendlich haben die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt nicht zur Erhärtung eines Tatverdachtes gegen eine Person geführt. Und es gab dann letztendlich auch keine konkreten Ermittlungsansätze mehr, was dann auch nach 6 Wochen dazu führte, dass die Mordkommission aufgelöst wurde. Was allerdings nicht bedeutet, dass dieser Vorgang dann irgendwo in der Ecke reingestellt wird oder ad acta gelegt wird. Als dann die Mordkommission St. Ingbert ohne Ergebnis verlässt, ahnt niemand, dass der junge Mann, zu dem die DNA-Probe passt, gerade mal 500 Meter vom Tatort entfernt bei seiner Mutter und seiner Großmutter lebt. Seine damalige Freundin, eine Hauptzeugin der Anklage im späteren Prozess, erzählt von einem Menschen, der schon in jungen Jahren mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und durch dessen Leben sich wie ein roter Faden Brutalität, Drogen und Gewalt ziehen. Patrick war, wie gesagt, sehr sympathisch eigentlich. Ich war halt auch sehr jung und das war so für mich dieses erste Schmetterlinge im Bauch, was er mir auch zurückgegeben hat einfach. Also er war immer sehr verschmust, wenn wir uns getroffen haben und ja, es war halt eigentlich immer nur so dieses, für mich so die Jugendliebe, jetzt wird geküsst, jetzt wird sich umarmt und das alles auf geheimer Basis. Also eigentlich ein sehr netter Eindruck. Umso länger wir zusammen waren, umso mehr hat er sich halt auch verändert zum Negativen hin und auch zum Aggressiven hin, dass er mir halt auch mit Schlägen gedroht hat, wenn ich nicht mit ihm schlafe. Patrick K. verändert sich immer mehr. Er ist rasend eifersüchtig und verliert oft die Kontrolle über sich. Ich bin dann damals zu dieser Geburtstagsparty gegangen und habe noch gefragt, kommt der Patrick auch? Ich weiß es nicht. Und nach 10 Minuten ungefähr kam der Patrick halt wutentbrannt in die Wohnung mit einer Jim Beam Flasche, ging auf mich los, hat mir die auch an den Kopf geschlagen. Und 6, 7 Leute, die auch noch in dem Wohnzimmer saßen, haben das auch mitgekriegt. Und der Freund von diesem Geburtstagskind, der ist dann halt irgendwann dazwischen gegangen. Und dann ist er total ausgerastet, ist runtergerannt. Ich war damals mit meinem Auto dort, dass er dann halt mit einem Baseballschläger total demoliert hat. Also auf die Scheibe geschlagen, ist mit seinem Auto 3, 4 Mal rückwärts draufgefahren und ist dann eigentlich weggefahren mit quietschenden Reifen. Und er muss wohl vorher auch noch einen Fahrer provoziert haben und hat ihm fast mit einem Baseballschläger durchs Auto an den Kopf geschlagen. Also das war auch nachher bei der Verhandlung, waren die halt auch alle da. Patrick K. entwickelt immer mehr kriminelle Energie. Er nimmt harte Drogen und verkehrt in der entsprechenden Szene. Alles scheint ihm zu entgleiten. Auf Probleme an seinem Arbeitsplatz, den ihm der Vater seiner Freundin besorgt hat, reagiert er auf seine Weise. Er besorgt sich eine Schrotflinte. Dann gab es halt einen Vorfall. Ich weiß nicht, aufgrund dessen, was passiert ist. Er ist nur zu mir nach Hause gekommen, hat geklingelt, hat die Karte hingeschmissen, also diese Firmenkarte, und hat gesagt, ab morgen gehe ich dann nicht mehr hin arbeiten und ist weggefahren. Mein Vater war da auch noch zu Hause und dann 10 Minuten später rief auch die Firma schon an. Der Patrick war gerade da und hat den Vorarbeiter mit einem Gewehr bedroht. Patrick K. verliert seinen Arbeitsplatz und wird für die Tat verurteilt. Der Taximord liegt nun ein Jahr zurück. Als die Freundin sich zur Trennung entschließt, kommt es auch hier zu Konflikten. Also es war so, dass Tage, Wochen eigentlich die Polizei bei uns zu Hause in Abständen von
3-4 Tagen immer zu Hause gesessen hat, weil der Patrick halt gedroht hat, mich mitzunehmen. Er steckt das Haus meiner Eltern in Brand oder sprengt es in die Luft. Also er wollte halt nicht verstehen, dass ich mich jetzt von ihm trenne. Bald jedoch reißt der Kontakt zwischen Patrick K. und seiner Ex-Freundin ab. Immer öfter kommt er mit dem Gesetz in Konflikt. Bis er schließlich 1997 für einen Raubüberfall auf einen Homosexuellen zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Wieder entlassen und auf Bewährung bemüht er sich, mit neuer Freundin und gemeinsamem Kind ein geordnetes Leben zu führen. In der Zwischenzeit jedoch werden die DNA-Daten aus dem Taximord in der BKA-Datenbank erfasst. Patricks Anwalt Wolfgang Schmäher. Es war so gewesen, ich hatte ihn ja in einem Verfahren einige Jahre vorher vertreten. Das war ein Verfahren bzw. eine Straftat, die unter das DNA-Gesetz fällt. Das bedeutet, dass wenn diese Straftat von jemandem begangen wird, jemand verurteilt wird wegen dieser Straftat, dann auch eine entsprechende DNA-Spur von ihm gesichert wird bzw. asserviert wird. Er hatte damals, das war meiner Kenntnis nach ein halbes Jahr vorher gewesen, hat er damals diese Speichelprobe bei der Polizei abgegeben. Das hat er freiwillig gemacht. Er war damals vorgeladen worden, beziehungsweise gebeten worden, vorbeizukommen, um diese Spur abzugeben, beziehungsweise die Speichelprobe abzugeben. Er hat seinerzeit, glaube ich, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ist er damals gewesen, ist dann morgens zur Polizei gegangen, hat seine Speichelprobe abgegeben, hat dann regelmäßig oder sein normales, regelmäßiges Leben weitergeführt, ohne irgendwie auf die Notwendigkeit dieser Abgabe dann irgendwie zu reagieren. Er hätte sicherlich sich unter Umständen ins Ausland begeben können oder sonst wohin, wenn er gemeint hätte, beziehungsweise wenn der Täter gewesen wäre oder dies ihn auch so belastet hätte, in Kenntnis der Tatsache, wenn ich diese DNA-Spur abgebe, dass gegebenenfalls man mich als Täter dann gegebenenfalls identifiziert. Aber vielleicht ging Patrick K. im Jahre 2003 auch zu dem Speicheltest, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass aus der verbrannten Leiche 10 Jahre zuvor Spuren seines Spermas extrahiert und nach dem Stand der damaligen Technik analysiert werden konnten. Der Rest des Spurenmaterials, obwohl damals nicht mehr ausreichend für eine genaue Analyse, war eingelagert worden, für den Fall, sie in der Zukunft noch exakter bearbeiten zu können. Diesem Vertrauen auf kommende neue Technik verdanken heute immer mehr Verbrechen aus der Vergangenheit ihre Aufklärung. Und tatsächlich, die schnelle Entwicklung des sogenannten genetischen Fingerabdrucks versetzte die Gerichtsmediziner an der Universitätsklinik Homburg in die Lage, alte, eingelagerte Spuren, die nach dem damaligen Stand der Technik unbrauchbar waren, aufzutauen und zu verwenden. Die DNA-Analyse hatte innerhalb kürzester Zeit die Gerichtsmedizin revolutioniert. 1988 wurde die DNA-Analyse erstmals von einem deutschen Gericht anerkannt. Bei dem komplizierten und hochtechnisierten Verfahren werden aus Gewebeteilen, Speichel, Haaren und auch Sperma Zellen gewonnen, aus denen es möglich ist, den genetischen Fingerabdruck zu erstellen. Untersucht werden nicht die eigentlichen menschlichen Gene, die in den Zellen enthalten sind, sondern die Abschnitte, die zwischen den einzelnen Genen liegen. Diese Abschnitte wiederholen sich bei jedem Menschen in unterschiedlicher Zahl und ergeben so ein unverwechselbares Muster an Wiederholungen. Dieses Muster ist ein einmaliges Merkmal eines jeden Menschen und bei jedem, außer bei eineiigen Zwillingen, verschieden. Im Fall des Taximordes wurde das Spurenmaterial noch zur Analyse zu Scotland Yard nach England geschickt. Seit einigen Jahren sind die Labore der deutschen Gerichtsmedizin zu dieser Analyse selbst in der Lage. Die Gerichtsmediziner können heute nicht nur aus winzigsten Zellresten ihre Spuren gewinnen, sie können auch wesentlich mehr individuelle Muster auswerten als noch Anfang der 90er Jahre.
Im Frühjahr 2003 wurde die Speichelprobe von Patrick K. an die Gendatenbank weitergegeben. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis es im BKA-Computer zu einem Treffer kam. Bei dieser Einstellung hatte man einen Treffer erzielt. Das heißt, das Identifizierungsmuster der Person wurde mit der Spur, die schon in der DNA-Analysedatei anlag, verglichen. Dieser Treffer führte dazu, dass man sagen konnte, der Täter kam in Frage bei einer Wahrscheinlichkeit von einem unter 137,8 Millionen männlichen Personen in Mitteleuropa. Nun, nach 10 Jahren, kam durch den Treffer in der BKA-Datenbank wieder Bewegung in die Ermittlungen zum St. Ingberter Taximord. Patrick K. konnte zweifelsfrei als der Mann identifiziert werden, von dem das Sperma im Opfer stammte. Aber war er deshalb auch der Mörder? Für den DNA-Spezialisten Dr. Markausch bedeutete der Treffer, dass er und seine Kollegen sich sämtliche gerichtsmedizinischen Erkenntnisse zum Fall wieder vornehmen und neu auswerten mussten. In diesem Fall war es wichtig, die Zeitspanne einzuschätzen, weil daraus ein gewisser Verdacht geäußert werden konnte, wer in Frage kommt als möglicher Spurenleger. Und dann auch noch die Frage, ist der Spurenleger zu diesem Ejakulat oder Spurenverursacher gleichzeitig derjenige, der die Verstorbene ermordet hat. Der Staatsanwaltschaft reichen die Ergebnisse des DNA-Tests. Sie erlässt Haftbefehl. Ein Sondereinsatzkommando macht sich auf den Weg nach St. Ingbert mit dem Auftrag, den nun dringend tatverdächtigen Patrick K. festzunehmen. Die Beamten überlassen nichts dem Zufall. Patrick K. ist seit Jahren bekannt und einschlägig vorbestraft. Durch seine Gewalttätigkeit und seinen Hang zu illegalen Waffen sind die Beamten vorgewarnt. Sie Personen unterwegs zum Wohnanwesen. Kamera da? Kamera da. So, fertig machen. Ich habe gleich die Örtlichkeit erreicht. Jeder kennt seine Position. Sie wollen überraschend und in einer für sie kontrollierbaren Umgebung zugreifen. Schon seit Tagen hat die Polizei den Verdächtigen observiert. Die Beamten des Sondereinsatzkommandos kennen die Situation vor Ort genau. Zeitpunkt und Ort seiner Verhaftung sind vorher genau festgelegt. Patrick H. leistet keinen Widerstand. Der inzwischen 30-jährige Mann wird sich nun wegen der 10 Jahre zurückliegenden Tat verantworten müssen. Es wird Anklage erhoben. Der Verteidiger von Patrick H. richtet seine Strategie auf die Anfechtbarkeit des DNA-Tests aus. Für ihn ist die Spermaspur noch lange kein Beweis für die Schuld seines Mandanten. Besonders der zeitliche Ablauf der Tat konnte seiner Meinung nach durch die Gerichtsmedizin nicht geklärt werden. Für mich war das größte Problem im gesamten Verfahren die Beweiswürdigung durch das Gericht, weil hier wir grundsätzlich das Problem hatten, dass Spermaspuren oder eine Spermaspur nachgewiesen wurde. Aber das Problem, das meiner Meinung nach in dem Verfahren nicht endgültig auch gelöst bzw. klar dargestellt worden ist, war die Frage, wann diese Spur eingebracht worden ist. Das bedeutet, wann der Mandant mit der später Getöteten wirklich intim gewesen ist. Dass Spuren vorhanden waren, das war unstreitig gewesen. Aber die Frage, wann die eingebracht worden sind, haben die gesamten vorgelegten Gutachten, auch mit den Nachtragsgutachten, meiner Meinung nach nicht klar erbracht. Und da lag eine Zeitspanne von einigen Stunden bzw. mehrere Stunden, die auch in den Gutachten festgestellt worden sind.
lag dazwischen und da habe ich eben das Problem gehabt, dass der Beweisführung des Gerichtes der Jugendkammer hier in Saarbrücken in der Form, wie es seitens des Gerichts gemacht worden ist, nicht folgen konnte. 10 Jahre nach dem Mord beginnen die Ermittler noch einmal, die letzten Stunden im Leben der jungen Taxifahrerin zu rekonstruieren. Heike Haas Freundin erinnert sich. Ich habe an dem Abend auch noch bis 9 Uhr gefahren, also Ende 20 Uhr. Wir haben zusammen noch am Bahnhof uns gesehen, haben da noch gestanden und uns noch verabschiedet. In der Meinung, man sieht sich den nächsten Tag wieder. Ne? Und ich dann morgens wieder, habe ich dann gehört, was die Nacht passiert ist. Wir konnten den Tatabend, also den 8.2. bis auch die Tatnacht Anfang 9.2.1993 relativ genau und sicher durch unsere Ermittlungen rekonstruieren. Uns war bekannt, die Frau hat ihren Dienst um 16 Uhr angefangen und hat das Taxi übernommen und ist dann überwiegend im Stadtbereich St. Imbert gefahren. An diesem kalten und trüben Winterabend ist in St. Imbert nicht viel los. Heike H. erledigt einige kleinere Fahrten im Stadtbereich. Dazwischen trifft sie immer mal wieder auf andere Taxler, die wie sie auf Kundschaft warten. So zieht sich der Abend bis 22 Uhr, als Heike H. beschließt, in einer Gaststätte eine Pause einzulegen. Die junge Frau kommt öfter hierher, um ihren Kaffee zu trinken. Der Wirt in der Gaststätte und den Gästen fällt an diesem Abend nichts Besonderes an ihr auf. Der Wirt in der Gaststätte und den Gästen fällt an diesem Abend nichts Besonderes an ihr auf. Um 23 Uhr beendet Heike H. ihre Pause und verlässt die Gaststätte. Um diese Zeit machen sich die ersten Gäste der St. Ingberter Kneipen auf den Heimweg. Was in den folgenden 2,5 Stunden geschah, konnte nie exakt ermittelt werden. Erst ab 1.30 Uhr steht der Tatabend wieder fest. Um diese Zeit wartet Frührentner Klaus H. vor seiner Stammkneipe auf sein Taxi. Er hat einiges getrunken und möchte nun sicher nach Hause kommen. Darum hat er die junge Taxifahrerin anrufen lassen. Klaus H. gehört zu ihren Stammkunden und schätzt ihre freundliche Art. Er kann nicht ahnen, dass die Polizei später herausfindet, er war der letzte Fahrgast, der sich ermitteln lässt. Danach verliert sich die Spur. Letztendlich konnten wir einen letzten Kontakt am 9.2. gegen 02 Uhr am Busbahnhof in St. Imbert lokalisieren. Dort wurde sie in ihrem Taxi sitzend von einem Taxifahrer eines anderen Unternehmens gesehen. Danach fand auch noch mal ein Funkkontakt statt zwischen der Taxizentrale und dem Taxi des Opfers, wo sie gebeten wurde, eine Flasche Cola noch zu kaufen und diese in die Zentrale zu bringen. Bei den Aussagen des Besitzers des Taxis und eines Bediensteten, die gemeinsam in dieser Nacht die Funkzentrale besetzt hatten, wurde uns dargelegt, dass man
dass beide Personen voneinander unabhängig den Eindruck hatten, dass das spätere Opfer zu diesem Zeitpunkt nicht alleine im Auto gesessen hat. Sie machten das am Verhalten des Opfers fest, so wie sie auf den Wunsch, das Cola in die Zentrale zu bringen, reagierte. Bereits ab 02.25 Uhr hat die Zentrale, nachdem also das Taxi dann das Cola nicht hochgebracht hatte, versucht wiederum Funkkontakt aufzunehmen. Das konnte man auch relativ sicher anhand des Fahrtenbuches eines anderen Taxiunternehmens festmachen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde über Funk von dieser Taxizentrale aus ein Auftrag erteilt und der wurde um 02.25 Uhr erteilt. Sodass also der Kontakt in der Zeit zwischen 02 Uhr und 02.25 Uhr abgerissen ist. Innerhalb der möglichen Tatzeit ergeben sich also zeitliche Lücken. Niemand weiß, ob Heike H. um 2.25 Uhr überhaupt noch lebte. Sie könnte irgendwo anders ermordet worden sein. Der Täter könnte sie dann in ihrem eigenen Taxi weggeschafft haben, um an einem abgelegenen Ort alle Spuren zu beseitigen. Um welche Uhrzeit das Taxi in Brand gesteckt wurde, kann nur ungefähr bestimmt werden. Aber das Feuer war rasch entdeckt und gemeldet worden. Auch Patrick H. bringt kein Licht ins Dunkel. Er schweigt. Die Verhöre laufen immer nach demselben Muster ab. Er gibt zu, mit der Frau geschlafen zu haben, sagt aber nicht, wann. Ein Alibi für den Tatabend hat er nicht. Der Täter hatte keine Angaben gemacht, bis auf diese Angaben, dass er ein Verhältnis mit ihr hatte. Er konnte sich nicht erinnern, was halt weltfremd für uns erschien, war der Umstand, dass er sagte, er wisse nicht, um wie viel Uhr er mit ihr Geschlechtsverkehr hatte. Man muss davon ausgehen, wenn man ein Verhältnis mit einer Person hat, die dann zu Tode kommt, müsste man sich daran erinnern können. Weil ganz einfach, diese Sache war öffentlichkeitswirksam, Presse, Rundfunk berichtete darüber. Man musste einfach davon ausgehen, dass er sich diese Sache merkt oder zumindest hätte er dann den anderen Tag oder irgendwann auch bei der Polizei vorstellig sein müssen und die Sache zu beanzeigen oder eine gewisse Hilfestellung hier zu geben. Auch die Aussage seiner damaligen Freundin belastet ihn schwer. Patrick H. lebte nur 500 Meter vom Tatort entfernt und kannte sich in der Gegend gut aus. Und der Patrick hat mir das erzählt, hast du gehört, so und so, die Frau hast du doch auch schon gesehen. Wir waren mal zusammen in der Kneipe, da war diese Frau auch da. Und ich habe mich auch mit ihr unterhalten, also ich wusste auch, sie ist alleinerziehend, sie fährt Taxi, sie hatte damals eine Tochter von 6 Jahren. Mehr wusste ich von dieser Frau nicht, also es war nur so von diesem einen Abend diese Begegnung. Und dann hat er halt erzählt, das und das ist passiert und sie haben wohl schon einen Verdächtigen. Den kennst du. Und den habe ich dann auch gekannt, als er mir den Namen genannt hat. Und dann hat er halt erzählt, wo das passiert ist, sollen wir mal dahin spazieren gehen. Das war halt einfach so ein Weg, sag ich mal, oder ein Spaziergang, den wir ganz oft gemacht haben mit seinem Hund. Das war ungefähr 3-4 Tage nach diesem Mord und sind dann dahin gelaufen. Und ich habe eigentlich beim Patrick gar nichts gemerkt. Also er hat eigentlich eher so dieses Gefühl rübergebracht, kannst du dir das vorstellen, was hier passiert ist vor ein paar Tagen mit einer Frau, die du und ich gekannt haben. Aber dass ich jetzt sagen könnte, also ich meine, ich war damals sowieso 17, das war für mich was ganz Entsetzliches. Ich habe das sowieso nicht verstanden, wie man sowas machen kann. Und überhaupt, also ich hätte in keiner Art und Weise irgendwie vermutet, dass der Patrick da was damit zu tun hat. Also wie sie umgebracht worden ist, ist anhand der Obduktionsbefunde festzustellen, dass primär ein Drosselvorgang, also Strangulation im Halsbereich stattgefunden haben muss. Dafür lagen entsprechende Zeichen vor für ein vitales Geschehen im Sinne von Einblutungen bzw. Traumatisierung des Kehlkopfes und des Zungenbeines mit Blutaustritt in den Augenbinderhäuten, sodass zweifelsfrei gesagt werden kann, dass hier Erdrosseln als Todesursache anzusehen ist.
zu dem Platz, wo sie umgebracht worden ist, da kann man hier nicht unbedingt eine präzise Stellungnahme abgeben, weil der ursprüngliche Auffindeort als solche nicht mehr rekonstruiert werden konnte. Und aufgrund des Brandes war das Innere des Fahrzeuges dermaßen verändert, dass wir aufgrund der Untersuchung dieses Innenraumes nicht sagen konnten, war das der ursprüngliche Tatort oder wurde die Frau sekundär in das Fahrzeug verbracht und dort in Brand gesetzt. So kann nicht restlos geklärt werden, ob nicht ein anderer den Mord an Heike H. begangen hat. Patrick K. hatte kein glaubhaftes Alibi. Und es gab keine sonstigen Umstände, die zu seiner Entlastung beitrugen. Sein Wohnort in der Nähe des Tatortes, die einschlägigen Vorstrafen und die Spermaspur bildeten die Grundlage für die Anklage. Patrick K.'s Anwalt will daher den unbekannten Dritten nicht ausschließen. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass grundsätzlich von meinem Mandanten nicht bestritten worden ist, dass er mit der später Getöteten zusammen war, dass er mit ihr auch intim war. Aber wenn man den Zeitraum nimmt, der Gutachten, in dem die im Endeffekt zur Verurteilung führende Spur gelegt worden ist, dass da einige Stunden dazwischen waren, wo sie ohne weiteres, also die später Getötete ohne weiteres, mit einer weiteren Person hätte zusammen sein können. Hier ist natürlich das Problem, dass eine Spur gelegt wurde durch meinen Mandanten, aber das mögliche Zusammensein mit einer dritten Person muss ja nicht dazu führen, dass gegebenenfalls die später Getötete auch mit diesem intim gewesen ist. Sie kann ja in welcher Form auch immer mit ihm zusammen gewesen sein. Die Situation war nicht mehr bekannt, beziehungsweise war nicht mehr nachvollziehbar im Taxi selber. Aber dass da gegebenenfalls mit einer dritten Person zum Streit oder Ähnliches gekommen ist, das war ohne weiteres möglich. Und das ist meiner Meinung nach nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch die Gerüchteküche in St. Ingbert brodelt. Das war also schon tagelang Aufruhr in St. Ingbert dann. Sind die Gerüchte umgegangen, dass über die Mafia in St. Ingbert ist, die Mafia dort die Finger mit im Spiel hat. Was wohl darauf beruht, dass der Taxiunternehmer Italiener war und viele Leute einfach Italiener, Sizilianer mit der Mafia in Verbindung bringen. Und dann, ja, und dann halt das Negative, was über die Heike gesprochen wurde, von Leuten, die sie gar nicht gekannt haben, nur weil sie mal mit ihrem Taxi gefahren sind, ne? Und der dann halt gemeint hat, sie wüsste jetzt alles über die Heike. Nach Meinung von Ermittlern und Staatsanwaltschaft reichen die gesammelten Indizien für eine Verurteilung aus. Wir konnten Mosaik zu Mosaik zusammenführen und aufbauen, einfach durch seine Aussage, dass er ein Verhältnis mit dem Opfer hatte, nicht wusste, wann er das letzte Mal Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Das heißt, an welchem Tag hat er angegeben, er wusste nicht, zu welcher Uhrzeit. Dazu kam, dass wir aufgrund der durchgeführten Vernehmungen nicht sagen konnten, ja, die Angaben des Täters stimmen. Keiner hat Opfer und Täter zusammen gesehen, obwohl der Täter in seiner Heimatstadt sehr gut bekannt war. Das Mosaik, das die Ermittler zusammengetragen haben, erscheint dem Gericht schlüssig und glaubwürdig. Weil er zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war, verurteilt ihn die Jugendstrafkammer Saarbrücken am 19. November 2004 wegen Mordes an der Taxifahrerin Heike H. zu 7 Jahren und 9 Monaten Haft. Der Anwalt von Patrick H. sah eine ganze Reihe von Gründen, um das Urteil anfechten zu können. Wir haben das Problem, dass relativ wenig Anhaltspunkte da sind, meiner Meinung nach auch für den Tathergang. Es ist ja auch seitens der Gutachter gesagt worden, dass sie knien zwischen Beifahrersitz und Rücksitz aufgefunden worden ist, mit dem Kopf Richtung Tür. Inwieweit das dazu führt, dass irgendwelche sexuellen Handlungen vorgenommen worden sind, ist meiner Meinung nach nicht so schlüssig, wie es vom Gericht dargelegt worden sind. Es kann ja genauso im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung dazu gekommen sein, dass sich die später Getöteten in dieser Situation befand, dann auch
in dieser Situation stranguliert worden ist. Das indiziert aber nicht, dass irgendeine sexuelle Handlung vorgenommen worden ist. Also wir haben das Problem, dass wir in diesem Fall eine relativ große Zeitspanne dazwischen haben und auch von den weiteren Tatumständen, die mit die Tat begleitet haben, da relativ wenig wissen. Und insgesamt wohl nur entscheidend für das gesamte Verfahren diese DNA-Spur war. Auch die Gerichtsmediziner sind trotz des Urteils mit den Ergebnissen ihrer Arbeit nicht ganz glücklich. Es war ihnen zwar gelungen, den Täter ins Visier der Fahnder zu bringen, aber sie hatten ihn nicht zweifelsfrei überführen können. Und sie hatten nicht exakt bestimmen können, wann die Spermaspur in das Opfer gelangt war. Wir haben also mit diesem Befund lediglich beweisen können, dass der Spurenverursacher mit der Verstorbenen einen zeitnahen, aber nicht so leicht definierbaren Körperkontakt hatte. Einen ziemlich intimen Körperkontakt, aber mehr auch nicht. Und dieser Fall zeigt eindrucksvoll die Einschränkungen, die in den molekulargenetischen Untersuchungen einfach drin sind. Also die sind nur ein Teil, ein Mosaikstein eines größeren Puzzles. Auch die Justiz hatte keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Schuldspruches. Der Bundesgerichtshof wies die Revision des Beklagten im Sommer 2005 zurück. Das Urteil gegen den Taximörder von St. Ingbert wurde damit rechtskräftig. Patrick K. musste seine Haftstrafe antreten. Die zur Tatzeit 6 Jahre alte Tochter von Heike H. ist bei den Großeltern aufgewachsen. Erst durch den Prozess erfuhr sie vom wahren Schicksal ihrer Mutter. An Heike H., das unmittelbare Opfer des Taximordes von St. Ingbert, erinnert kein Grab mehr auf dem Friedhof ihrer Heimatgemeinde.